Und zurück bei Sid Meier's Pirates, begrüße euch bei Bears Gaming, ich bin Max und wir sind immer noch in Cartagena und haben gerade die Beute geteilt und wollten eigentlich Baron Raimondo, aber das ging in die Hose, weil die Mannschaft war nicht gut drauf und ach, ihr wisst schon. Und ich hab's verkackt mit der Schatzkarte und ist doch nicht wahr. Aus der Gefangenschaft. Ich hab nicht genug Geld dafür. Gefangenschaft passiert nämlich genau dann, wenn man bei dem Einbruch in eine Stadt oder beim Angriff auf eine Stadt. Ach so, jetzt hätte ich können mit dem Kollegen hier sprechen. Das müssen wir jetzt auch nochmal machen. Wenn man beim Einbruch in eine Stadt erwischt wird. So, Schenke, was wisst ihr über diesen? Ja, vor 337 Tagen. Ja, das nützt mir ja nichts. Schatzkarte, jetzt gib. Bogenfeld. Oh Mann, jetzt weiß ich immer noch nicht, wo es ist. Ein Scheißstück gekauft. So. Ja, jetzt war er hier. Wo ist er nu? Mit den Spaniern bin ich eigentlich gerade so gut. Bringen wir lieber die Migranten weg. Und machen uns damit noch einen guten Namen. Hey. Das ist schon wieder so ein mutiger Engländer, der mich hier direkt wieder attackieren will. Dir gebe ich, Junge. Die wollen da meine Migranten anpöbeln. Jetzt bin aber ich bei dir auf dem Schiff, Kompagnon. Und hepp. Und hepp. Ey! Wieso bin ich denn so dummelig? Wow! Ich mache auch mal wow, wenn mir einer einen Säbel in den Wanst sticht. Ja, 8 Mann können wir brauchen. Nehmen ein bisschen Lebensmittel mit. Das Schiff nehmen wir aber nicht mit. Aber eure Lebensmittel nehme ich alle. Und eure Geschütze. So. Weiter geht's. Komm her, du Schlawiner. Hier dezimiere ich jetzt gleich mal die Besatzung. Und zwar so nicht. Gerade eben schon einen von euch versenkt. So vielleicht. Ein bisschen zumindest. 10 Mann. Besser wie nicht. So. Aha, ein etwas jüngerer. Vielleicht bist du nicht so ein Lahmarsch. Ganz komisch modelliertes Gesicht, ey. Heppa. Hopp. Hey. Hey. Der ist ein bisschen schneller wie der Kollege gerade, habe ich so das Gefühl. Wieder hoch da. Hört's aber auf hier. Mann, macht er mir da das Leben schwer. Schlawiner. Ja, kommt mit. Halt, das Schiff wird versenkt. Obwohl, wir behalten das. Nee, das ist scheiße, das Schiff. Wird versenkt. Machen wir gar nicht rum. Aber wir haben nur 32 Geschütze. Können wir nur anbauen, deswegen. So. Und da kommt Raimondo. Alter, wie gut ist das denn? Komm her, du Schlawiner. Ah, halt, bleib hier. Wie viel Mann hat er denn? 171, ach ja. Ah, wegdrehen. Haha. Oh, oh. Schon wieder nicht getroffen. Pow, aber dich treffe ich. Jawollo.
So, jetzt muss aber trotzdem wieder schnell gehen, denn der hat wieder einen Haufen mehr Männer als ich. Schwupp. 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 Oh, schnell. Knapp 100 Mann mehr hier. Jawollo. Oh, nur 10 Mann verloren ungefähr. Ja. Von Gibraltar. Von Gibraltar. Ja, jetzt wäre natürlich interessant, nördlich, südlich. Nördlich, südlich, östlich, gewestlich. Was hat er denn für ein Schiff? Was ist denn das? Eine Kriegsgaleone mit 90 Tonnen. Wir nehmen alles mit, behalten das Schiff und gucken mal. Das ist ja genauso... Nee, das ist ein bisschen kleiner. Dann, oh, was ist denn jetzt los hier? Hänge ich hier fest oder was? Jetzt. Ist ein bisschen kleiner, ne? Könnte ein bisschen schneller sein auch. Dann nehmen wir das. Dann verkaufen wir jetzt das Kackteil, auf dem wir hier gerade rumschippern. So, Händler. Was habe ich? Habe ich zu viel? Hier, braucht kein Mensch so viel. 40. Schiffsbauer. Kriegsgaleone, 90 Tonnen. Das sind beide Kriegsgaleonen, die sind genau gleich. Ja, dann weg. Dann brauche ich es nicht. Was gibt es hier Interessantes? Nee. Ziemlich ruhig. Echte Schönheit, ja. Gut, dann hat das hier alles gar keinen Sinn mehr. Dann können wir jetzt wieder losschippern. Und zwar nach... Fahren wir doch mal nach Santa Marta und Rio de la Jara. Ich würde eigentlich mal jetzt mal gerne anfangen... Nein, nicht angreifen. Hier ein bisschen Stunk zu machen. Um vielleicht, ja. Einfach mal ein bisschen Rabatt zu vollführen. Aber nicht mit den Spaniern, weil die Spanier sind da immer relativ stark. Aber hier unten nur, da oben sind das die. Ich glaube, wir nehmen einfach die. Ich will jetzt hier keinen. Nehmen wir die Engländer, die Franzosen oder die Holländer? Ich glaube, wir nehmen die Holländer. Wir haben bei den Holländern angeheuert. Der hat uns verscheißert, der Kapitän. Deswegen nehmen wir die Holländer. Was gibt's hier zu wissen? Und da bellen die Köter. St. Augustin. Oha. Okay, dann müssen wir wohl da hoch. Spanische Schatzflotte. Also da hoch nach St. Augustin. Oh Mann. Oh ja, jetzt bin ich Admiral. Haha, jetzt habe ich einen schönen Hut auf. 200 Morgen Land. Schon wieder Getanze? Nee, jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Zeit für so einen Quatsch. Habe ich, kann ich alles nicht. Gut, dann ab da. Und zwar ab nach ganz da hoch. Da hoch, hier hin. Oh Mann. Ich hätte jetzt gern mal ein kleineres Schiff. Warum sind denn diese ganzen Kriegsschiffe immer so groß? Ist die nicht eine Nummer kleiner? Gibraltar. Und Gibraltar ist wo nochmal gewesen? Das ist hier unten. Wir könnten jetzt natürlich auch... Ne, verkehrt. Hier ist wahrscheinlich das Ding von Gibraltar. Also dieser Schädel, der da oben ist. Sollen wir jetzt nach Gibraltar fahren und sollen wir es einfach versuchen?
Ich glaube, das machen wir. Wir probieren das einfach. Wir suchen da mal ein bisschen rum. Vielleicht finden wir ihn, vielleicht finden wir ihn nicht. Aber wenn wir ihn finden, dann haben wir uns auf jeden Fall diesen riesigen Weg da hochgespart. Muss ich nur mal gucken, wo wir hier sind. Den Piraten könnte ich sagen, sie sollen mal in Santa Marta einfallen. So, Kapitän. Kann ich nicht auswählen, Santa Marta. Dann greift doch mal Kaibo an. Ja, genau. Ne, Händler brauche ich nicht. Die Schenke brauche ich. Was weißt du? Kartenstück. Puerto Princip. Hätte ich vorher richtig geguckt, hätte ich vielleicht gesehen, wo der Entermesserkopf ist. Pfeilschnell parieren. Ach, Papagei, Papagei. Der fragt mich ständig nach meinem Papagei, der Kunde da. So, was seid ihr denn? Blood Debt, so hieß das Schiff, das wir vorhin abgezogen haben auch. Aber vielleicht sollte ich mir wirklich mal so einen Freibeuterkahn da unter den Nagel reißen. Los, 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 los. So. So, hier ist Gibraltar. Ach Scheiße, hier ist gar kein. Ja, jetzt kann es natürlich alles sein, ne? Ah, das, nee, das ist Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Aber totaler Schwachsinn ist es, da jetzt zu suchen. Absoluter Schwachsinn wäre das. Hält mein Telefon hier nicht mehr. Wenn es mir hier abrutscht, dann sehe ich nicht mehr, wie lange die Aufnahme schon geht. Wir halten Kurs auf World's End. Ich glaube, ihr haltet jetzt mal Kurs. Piratenbrick. Ihr werdet jetzt mal. Oh. Ihr werdet jetzt mal mit mir duellieren, werdet ihr euch. Ihr seid ja schon halb kaputt geschossen. Das Schiff kann halt auch gar nichts, gell? In denen. Und ich kann halt auch gar nichts. Ja, komm, dann raube ich die halt aus und haben halt auch mal einen anderen Piraten ausgeplündert. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Zumindest waren die doch gerade bei dem Überfall auf Maracaibo dabei. Vielleicht haben die dann wenigstens ordentlich was geladen. Hier kriegst du einen Eimer. Sehr gut. 16 Mann, ja, mitnehmen. Was haben die? Nichts, 117 Goldstücke, Alter. Wollt ihr mich rollen? Weg mit dem Schund. Ich dachte, es wurden Mengen an Juwelen und Gold geplündert. Alter, ist das ein langweiliger Scheiß. Ein langweiliges Scheißschiff. So, dann fahren wir jetzt da hoch. Machen unterwegs gleich noch ein bisschen Theater. Traurig, traurig, traurig. Tatsächlich 35 Ruhmespunkte, aber es nützt mir alles nichts, wenn da kein Geld dabei rumkommt.
lege jetzt am nächsten Hafen an, auf den ich zufahre. Petit Goave. Frag mal nach, was da so los ist. Fahre ich da jetzt drauf zu? Nee. Noch fahre ich woanders hin. Da ist es. Wo das aber niedliches. Niedliches Dörfle. Ah ne, das ist gar nicht Petit. Petit Goave. Ist irgendwas anderes. Das ist Elsass. Da ist Petit Goave. Da fahren wir hin. Vielleicht freuen die sich, dass ich ein Piratenschiff gekapert habe. Und versenkt. So, aber ob die sich freuen, sehen wir nächstes Mal. Danke euch. Haut rein.